Jetzt habe ich zu lange hier gequatscht, ne? Kann ich noch 10 Minuten quatschen und mich dann wieder... Nee, dann müssen wir es zusammen machen. Ich schätze beim EJF als Arbeitgeber vor allem die unglaublichen Möglichkeiten, die ich habe. Also ich kann in der Wohngruppe arbeiten, ich kann im Kindergarten arbeiten, ich kann aber auch zur Beratungsstelle gehen. Dieses Arbeitsfeld ist so groß, was der EJF mir bietet. Ich arbeite mit Kindern, die mobil leicht eingeschränkt sind, kognitiv leicht eingeschränkt sind. Und ich habe mir vorgestellt, dass ich wirklich mit den Kindern hier im Haus wirklich noch viel erreichen kann. Ich kann jeden verstehen, der erstmal auf die Einrichtung schaut und sagt, oh, Behinderte, weiß ich nicht, ob ich es kann. Die Kinder sind wie du und ich. Und ich glaube, da muss sich jeder einfach die Frage stellen, möchte ich das machen? Ist es meine Hingabe, in diesem Bereich zu arbeiten? Dann kann ich nur jedem empfehlen, einfach mal in diesen Bereich reinzuschnuppern, weil die Kinder geben einen unglaublich viel. Also so ein Lachen von einem Kind aus der Gruppe am Tag ist eigentlich schon ein gewonnener Tag. Die Arbeit in einer Kindertagesstätte war für mich von Beginn der Ausbildung an sehr interessant. Ich weiß, wie bedeutsam die Jahre im Alter von 0 bis 6 sind für Kinder und wie wichtig die Erfahrungen und Erlebnisse sind, die sie gerade in diesem Zeitraum sammeln. Das EJF ermöglicht uns, stets an unserem Konzept weiterzuarbeiten. Wir haben dort viele Freiheiten und können eben individuell, je nach Klientel, schauen, was unser Konzept für Erweiterungen braucht. Der große Unterschied von einer Wohngruppe zur Kindertagesstätte ist natürlich, wir sind das Zuhause der Kinder. Sie leben bei uns. Ich habe keine typische Montag- bis Freitagwoche. Ne? Also ich arbeite auch am Wochenende oder an den Feiertagen, weil gerade da brauchen die Kinder uns. Ich habe mich damals für die Kinder- und Jugendhilfe bewusst entschieden, weil ich Kindern, die nicht so einen guten Start ins Leben hatten und auch schwierige Situationen meistern mussten, begleiten möchte. Diese beiden Begriffe Heim und Schwerziehbar fallen sehr oft in demselben Zusammenhang. Das zerstört so ein bisschen das Bild einer stationären Kinder- und Jugendhilfe. Da spielen ganz unterschiedliche Faktoren mit rein, warum jetzt Kinder oder Jugendliche in Obhut genommen werden und zu uns gebracht werden. Mich motiviert, Erzieher zu sein, vor allem die praktische Arbeit mit den Jugendlichen und den Kindern. Und wenn ein Kind am Ende des Tages lächelt und sagt, es war ein super Tag, dann habe ich einen guten Job gemacht.